Hallo, heute das nächste Programm, was ich mit euch gemeinsam machen möchte. Und zwar werden wir uns heute mal dem Thema Sprungprogramm ein bisschen nähern. Wir versuchen heute gemeinsam uns die einzelnen Übungen so ein bisschen zu erarbeiten. Ihr könnt das gerne mitmachen oder ihr guckt euch das an und macht das dann selbstständig hinterher. Sprünge, ganz wichtiges Element im Eisschnelllaufen, ist ein ganz wichtiges Trainingsmittel, weil wir ja auch auf dem Eis versuchen, schnellkräftig abzudrücken. Und damit können wir uns in der Konditionierung mit einem Sprungprogramm sehr gute Reize erarbeiten. Bevor wir Sprünge machen, müssen wir uns immer gut warm machen. Und deswegen werden wir da jetzt auch gleich damit anfangen. Wir machen ein kurzes Erwärmungsprogramm. Normalerweise kommt vorneweg immer so eine ganze allgemeine Erwärmung, wo man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt 5 bis 6 Minuten laufen oder ich setze mich aufs Fahrrad. Diesen Effekt könnt ihr immer wieder vor- und wegnehmen. Wir fangen jetzt gleich an mit ein bisschen einem spezielleren Erwärmungsbereich. Das heißt, ich nehme einzelne Übungen, die eigentlich jedem fast bekannt sein sollten, machen die 20 bis 30 Sekunden jede Übung, weil das auch was ist, was ihr zu Hause in der Wohnung machen könnt oder wo ihr nicht viel Platz braucht, weil das Wetter draußen schlecht ist oder weil irgendwas anderes einfach nicht funktioniert. Okay, dann fangen wir jetzt an mit der Erwärmung. Ganz klassisch, wie im Kindergarten, fangen wir an mit Hampelmännern. Fertig. Und 3, 2, 1 und los. Richtig schön locker. Macht euch schön groß dabei. Die Füße zeigen nach vorne, die Knie fallen nicht nach innen, sondern schön auf den Vorfuß springen. Das treibt jetzt erstmal die Körperkerntemperatur nach oben. Und ihr kriegt erstmal Beweglichkeit in die Wirbelsäule, in den gesamten Stützapparat. Die meiste Zeit sitzen wir auch rum in der Schule oder wo auch immer. Und deswegen müssen wir uns auch immer ein bisschen groß machen, bietet sich der Hampelmann an. Okay, kurz Pause. Aufschütteln. Nächste Übung, die Mountain Climbers. Mountain Climbers heißt, wir gehen in die Liegestützposition und ziehen immer ein Knie nach vorne. Okay? Und fertig. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Macht das schön langsam, schön die Knie nach vorne ziehen, recht stabil im Oberkörper sein, die Schultern sind gerade, die Hände auf gleicher Linie und dann schön die Knie nach vorne. Ihr merkt dann schon, es wird langsam anstrengend, die erschwerte Atmung setzt ein und ihr kriegt gleich Spannung auf den Rückenstand. Und stopp! So, nächstens. Wir wollen noch ein bisschen weitergehen in den Erwärmungszyklus. Das heißt, wir machen Skifahrer. Wie ein Langlauf-Skifahrer. Linkes Bein vorne, rechter Arm vorne und dann immer schön abwechseln. Versucht so, dass die Füße immer geradlinig nach vorne gehen und die Arme gerade nach vorne kommen. Okay, fertig. 3, 2, 1 und los. Schön locker atmen. Die Füße nach vorne. Lass die Spannung aus den Händen. Schön locker atmen, aufrichten. Denkt jetzt wieder dran, wenn ich mich aufrichte, muss ich die Bauchmuskulatur anspannen. Und dann kann ich auch schön gerade über dem Abdruck stehen. Und schon. Aufschütteln, langsam runterkommen. Schön entspannen. Und dann kommen wir zur nächsten. Verpönt, aber eigentlich ganz gut, um den Stützapparat anzusprechen, machen wir jetzt Liegestütze. Das heißt, wir gehen nach unten, ordentlich gerade bleiben im Oberkörper, die Hände sind schulterbreit auseinander und dann machen wir Liegestütze. Fertig? In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Schön langsam, schön atmen dabei, runter und wieder hoch. Ihr könnt auch kurz unten halten. Das heißt, wir wollen einfach den oberen Stützapparat aufwärmen, Spannung reinkriegen. Da die Armbewegung, die Beinbewegung vorgibt, müssen wir natürlich auch die Arme vorbereiten. 5, 3, 2, 1 und gut. Aufschütteln, ganz locker. Wie wir das auch im Imitationsprogramm haben, ist die Bauchmuskulatur natürlich ganz essentiell wichtig.
Das heißt, wir müssen auch in die Erwärmung immer wieder die Bauchmuskulatur mit einbauen, damit wir genügend Spannung haben. Das heißt, wir gehen jetzt auch hin. Ich habe jetzt keine Matte hier, deswegen versuchen wir ganz einfach Übungen zu machen. Wir nehmen die Beine noch hoch und ziehen die ran. Hoch und ziehen die ran. Die Hände sind ganz locker neben dem Körper abgelegt. Ich stütze nicht hier hinten, um mich gegenzuhalten, sondern daneben. Hoch, ran. Hoch, ran. Okay, fertig. In 3, 2, 1 und los. Schön atmen dabei. Ihr merkt dann schon, okay, langsam brennt es in der Bauchmuskulatur. Noch 2. Und gut. So, wir brauchen dann die gesamte Streckung in der Beinmuskulatur. Und da versuchen wir jetzt erstmal die Knie noch mit warm zu kriegen. Dafür machen wir Squats. Wir nehmen die Arme vor die Brust, weil ich möchte, dass ihr schön gerade im Oberkörper seid. Arme vor die Brust, überkreuzen. Die Füße sind hüftbreit auseinander, die Fersen. Die Fußspitzen ganz leicht nach außen gedreht, also nicht übertrieben 45 Grad, sondern nur ganz leicht, weil das die Bewegung der Knie etwas besser verträglich macht. Die Arme nach unten und dann gehe ich einfach nach unten und wieder hoch. Fertig? In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Schön aufrecht bleiben, deswegen die Hände vor der Brust. Langsame Bewegung. Wir wollen die Knie schön warm machen, damit wir uns keine Verletzung einnehmen. Sprünge haben einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere gesamte Bewegung. Sind sehr empfindlich, sobald die Knie eine Bewegung machen, die nicht geradlinig und nicht gelenkentsprechend ist, werden wir ganz schnell irgendwelche Verletzungen, Überdehnungen, Kreuzbandrisse uns irgendwo einhandeln. Das wollen wir nicht, deswegen schön langsam, aufrecht und schön geradlinig gelenkschonend arbeiten. Und stopp! So, jetzt kommen wir schon, sind wir schon relativ weit. Jetzt wollen wir noch Ausfallschritte machen. Das heißt, ich versuche in der Hüftbeweglichkeit noch mal ein bisschen dran zu arbeiten. Das heißt, wir gehen nach vorne, hopp, schön geradlinig. Die Fußspitze zeigt nach vorne und das Knie ist über der Fußspitze. Die Arme habe ich in der Hüfte. Und drück mich wieder zurück. Vorne rein und wieder zurück. Rein und wieder zurück. Bleibt schön aufrecht. Bauchmuskulatur ist angespannt. Wenn ich die Bauchmuskulatur anspanne, merkt ihr, drehe ich hier vorne die Hüfte rum. Wenn ich sie nicht anspanne, dann gehe ich ins Hohlkreuz rein und das schädigt meine Lendenwirbelsäule wieder. Also, hinstellen, Arme in die Hüfte, Bauchmuskulatur ist angespannt und los geht's. Fertig in 3, 2, 1 und los. Wenn ihr nach vorne setzt, versucht den Vorderfuß aufzusetzen. Das ist etwas besser als dieser Klappmechanismus, wenn ich über die Ferse aufsetze. Also schön vorne rein, nicht das Knie auf den Boden aufschlagen, sondern davor abfangen und schön aufrecht bleiben. Und nicht vergessen, Bauchmuskulatur anspannen. Bleibt schön geradlinig, kippt nicht nach links und nach rechts weg und dann ist es richtig gut. Prima. Noch 3, 2, 1 und gut. So, wir haben ein paar Sprungübungen dabei, wo ich auch über Kreuz arbeiten muss. Deswegen wollen wir jetzt auch noch Abduktoren und Abduktoren warm machen. Das heißt, ich mache einen Kreuzschritt. Die Arme sind vor dem Körper. Ich nehme eine Seite, überkreuze, setze nur leicht vor dem anderen Fuß und gehe dann nach unten, dass das Knie auf der Außenseite vom vorderen Standbein rauskommt. Dann gehe ich raus und dann genau entgegengesetzt. Die Arme sind ordentlich vom Körper. Ich richte mich auch auf, Bauchmuskulatur ist angespannt. Fertig. In 3, 2, 1 und los. Schön aufrichten. So. Versucht ja auch, den Vorfuß aufzusetzen, richtig schön eng zu bleiben. Und dann wird das ganz toll. Noch 2. Gut. Und fertig. Gut. Letzte Übung.
Wer jetzt noch nicht warm ist, wird es jetzt definitiv. Wir machen die Burpees, aber in einer ganz langsamen Ausführung. Ein Burpee, das heißt, ich gehe in die Liegestützposition, Liegestütz runter, abheben, hochdrücken, ran und hoch. Runter, lang machen, hopp, hopp, ab, ran, hoch. Okay, davon machen wir 5 bis 10 Stück. Fertig? In 5, 4, 3, 2, 1 und hopp. Runter, macht schön langsam beim Runtergehen, damit ihr euch die Handgelenke nicht kaputt macht. Und immer schön rausdrücken. Abheben. Hopp. 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 In schnell sieht das dann so aus. Noch 2. Und noch einmal. Prima. Gut. Dann haben wir jetzt den Erwärmungsteil weg. Jetzt kommen wir langsam in die Sprungübung. Vorgenommen habe ich mir heute, dass wir 4 bis 6 Wiederholungen jeden Sprung machen. Ich möchte gerne von einfach zu komplex machen, von dem normalen Sprung zu einem spezifischeren Sprung im Eisschnelllauf. Ganz wichtig ist dabei, was habt ihr für Schuhe? Bei einem Sprungprogramm möchte ich nicht, dass ihr mit Laufschuhen arbeitet. Laufschuhe haben die Eigenschaften, sie sollen beim Laufen den Aufprall, auch zum Teil den stumpfen Aufprall, abzufangen. Deswegen relativ weiche Sohle, um den Druck zu amortisieren, abzufangen. Und das ist im Sprung zwar notwendig, aber das würde ich gerne von der muskulären Geschichte her machen. Deswegen macht euch auch im Sinne des Gleichgewichts, tut euch den Gefallen, zieht einen Hallenschuh an. Der dämpft nicht ganz so gut, dann nehmt ihr lieber einen weicheren Untergrund zum Springen, aber ihr habt jederzeit die Kontrolle. Weil, was kann passieren? Wenn ich aus einer Sprunghöhe runterkomme und ich vielleicht nicht ganz gerade über meinen Schwerpunkt bin, dann kann es immer wieder zu Sprunggelenksverletzungen kommen. Das heißt, ich mache eine Ausweichbewegung, das Sprunggelenk ist nicht straff genug, ich knicke zur Seite. Und das habe ich ganz einfach bei dem Laufschuh viel schneller mal, als wenn ich jetzt einen ganz stabilen, planen Turnschuh anziehe. Das nächste ist, Laufschuhe haben immer eine gewisse Sprengung. Sprengung ist der Unterschied von der, vom Ferse, ähnlich wie ein Damenschuh. Habe ich viel Sprengung, stehe ich so in dem Schuh drin. Habe ich wenig Sprengung, wie jetzt in einem Crossfit-Schuh oder in einem Hallenschuh, dann ist fast gar keine Sprengung drin und dann kann ich auch meinen Schwerpunkt richtig kontrollieren. Ist für die Ansteuerung einfach viel besser. Okay, dann fangen wir jetzt an. Ich mache die Übung immer erst vor, zeige, was wichtig ist und danach üben wir sie hintereinander weg. Ganz normal durch. Jede Übung einzeln. Wir wollen 4 bis 6 Wiederholungen machen, jede Übung. Ich zeige die einmal frontal, einmal von der Seite und dann könnt ihr einfach mitmachen. Okay, und los geht's. Der erste Sprung, ein beidbeiniger Sprung mit Armbenutzung. Das heißt, ich stelle mich hin, meine Füße sind wieder hüftbreit auseinander, die Fersen, Fußspitzen leicht nach außen. Ich gehe leicht in die Knie. Leicht in die Knie, deswegen so ein bisschen, damit ich eine Anfangskraft habe. Wenn ich hier aus einer gestreckten Situation komme, dann habe ich die Muskelschlinge, das Zusammenspiel der Muskeln nicht ganz getroffen und für den Anfang möchte ich lieber das machen. Okay, erste Übung sieht aus, leicht in die Knie gehen, die Arme sind an der Hüfte und ich springe aus der Ruhe nach oben. Okay, von der Seite nochmal, aus der Ruhe, Hände sind hier und hey. Verstanden? Okay. Davon machen wir jetzt 4 Stück. Fertig in 3, 2, 1 und los. Wichtig ist, ihr geht immer wieder in die Ruhesituation. Also nicht hintereinander bam, 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 sondern immer schön einzeln, stabil stehen. Auch wenn ich runterkomme, den Sprung ordentlich abfangen und dann geht es wieder hoch. Prima. Pause, aufschütteln. Ganz wichtig bei dem Sprung, wir arbeiten in Energiesystemen, wo ich immer die Pause mit brauche, sonst wird der Muskel so müde, dass ich die Sprünge nicht mehr ordentlich machen kann. Also mindestens immer 60 Sekunden zwischen einzelnen Übungen bei den Wiederholungszahlen einfach immer mit einbauen. Dann kann man auch was trinken, kann man wieder Luft holen. Dann regeneriert sich die ersten Reserven
und dann kann ich wieder weitermachen. Die nächste Übung, das heißt, wir machen jetzt das Ganze nochmal in der Ausführung, aber wir nehmen die Arme nicht mit. Das heißt, sieht aus, ich nehme die Arme in die Hüfte, leicht gebeugte Knie, sicherer Stand und hepp, stehen, hepp, stehen, hepp, stehen. Von der Seite, fertig, hepp, stehen, hepp, stehen, hepp, stehen. Okay, fertig, in 3, 2, 1 und los. Wir machen 4 Wiederholungen. Versucht schön gerade zu sein, die Bauchmuskulatur ist angespannt und schön aus der Ruhe springen. Prima, gut. Wieder aufschütteln. So, jetzt wollen wir den Balancegedanken mit reinbringen in das ganze Spiel und deswegen nehmen wir die Arme nach oben. Wenn ich die Arme nach oben mache, tue ich mich schwerer mit dem Schwerpunkt. Also muss der Core, das heißt die stabilisierende Mitte, der Kern des Körpers, ordentlich angespannt sein. Und dann könnt ihr auch gerade springen. Ist der nicht ordentlich angespannt oder belastet ihr links oder rechts mehr, dann merkt ihr das sofort, weil ihr irgendwo anders hinspringt. Ich habe einen leichten Versatz nach links oder nach rechts. Okay, ich mache es kurz vor. Ändert an dem Grundsprung nichts, nur ich habe die Arme nach oben. Fertig. In 3, 2, 1 und los. Hepp. Hepp. Prima, gut gemacht. Der erste Sprung haben wir damit beiseite getan. Habt ihr ganz toll gemacht. So, das, was wir beidbeinig können, können wir auch einbeinig. Also, nächste, ich gehe auf ein Bein, suche meine Balance, kann ich jetzt schon probieren. Bauchmuskeln sind angespannt. Das Spielbein, das heißt das Bein, was nicht springt, hängt ganz locker in der Hüfte. Die Fußspitze ist nach unten. Und dort sollte sie auch bleiben. Wir nehmen die Arme mit dazu. Und wir springen jetzt leicht gebeugtes Knie nach oben, wie wir es beidbeinig gemacht haben. Kurz vormachen. Hepp. Stehen, ausbalancieren, Mitte finden. Hepp. Und das machen wir jetzt 4-mal jedes Bein. Wir fangen erst mit links an und dann nach einer Pause machen wir das rechte Bein. Ich gehe gleich auf die schräge Seite, dann könnt ihr es gleich ein bisschen anders sehen. Fertig. In 3, 2, 1 und los. Hepp. Hepp. Gut so. Ganz entscheidend ist, ihr müsst immer wieder im Gleichgewicht landen. Bauchmuskulatur ist angespannt. Ich stehe wieder sicher und dann kann ich erst den nächsten Sprung machen. Gut so. Passt auch auf, dass das Zusammenspiel zwischen Arme und Beine ganz gut funktioniert. Das heißt, die Arme sind hier und wenn ich den Impuls in den Arm gebe, dann gehe ich nach oben. Die andere Seite in 3, 2, 1 und gut. Hepp. Und immer wieder erst ruhig stehen. Und erst wenn ich am Ende wieder ruhig stehe, meine Körpermitte gefunden habe, dann höre ich auf und entspanne mich. Prima. Gut so. Wir haben vor uns beidbeinig angefangen, wo wir die Arme erst mitgenommen haben. Dann haben wir sie stabilisiert. Und genau das gleiche machen wir jetzt auch. Ihr kennt die Übung. Sprung ist leicht, einbeiniger Sprung nach oben. Und wir nehmen die Arme in die Hüfte. Noch kurz verschnaufen. Ihr könnt auch was trinken zwischendurch. Denkt dran. Trinken ist immer wichtig, weil das, ihr habt einen relativ hohen Schweißverlust in dem Workout und deswegen immer mal einen kurzen Schluck trinken. So, aufschütteln. Die Spannung auf den Beinen wird langsam mehr. Ist auch recht schwierig für den Kopf. Ansteuerungsprozesse, was muss ich machen? So, jetzt nächste Übung. Das heißt, Hände sind in der Hüfte. Die Bauchmuskulatur ist angespannt. Hier viel Spannung drauf. Und dann stelle ich mich hin, Bein ist wieder da und dann 4-mal links nach oben. Fertig. In 3, 2, 1 und los. Hepp. Stehen, balancieren. Ich stehe richtig, nächster. Gut so. Aufschütteln. Ganz locker. Alles aufschütteln, den Kopf auch mal kurz freikriegen von den ganzen Prozessen, die wir jetzt gerade müssen, ganz viel drüber nachdenken, was tun wir, wo muss der Druck hin. Bei einem Sprung ist ganz entscheidend, dass ich meinen Druck dahin suche, ich möchte gegen den Boden drücken, um nach oben wegzukommen.
Das müsst ihr immer wieder fühlen. Ich will mich hier schwer machen und dann mit meiner Muskelkraft nach oben und mit meiner Sprungkraft nach oben kommen. Wir machen die andere Seite, gleiche Übung. Kurz durchatmen und dann geht's los. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Stehen. Versucht das Spielbein schön locker zu lassen. Fertig. Gut so. Dann haben wir das nächste schon beiseite getan. Jetzt gehen wir langsam in das Spezifische rein. Das ist ein Sprungprogramm, was dann auch mal ausgebaut wird. Das heißt, wo ich gleich mit einer spezifischen Sprung anfange. Deswegen fangen wir jetzt an, in die Position zu gehen und wollen uns nach und nach von unten raus arbeiten. Von erst beidbeinig zu einbeinig. Position, ganz klar, ich gehe nach unten. Die Fersen sind wieder hüftbreit auseinander. Diesmal die Fußspitzen nach vorn. Und dann gehe ich hier rein. Ja, das ist meine Position. Und jetzt der erste Sprung aus der Position, wo ich die Bauchmuskulatur angespannt habe. Die Arme sind vorn und dann springe ich einfach nur raus. Stehen. Hep. Hep. Okay? Gesehen? Wir fangen diesmal an mit den Armen nach vorn und versuchen uns im richtigen Impuls nach oben zu arbeiten, zu strecken. Und dann fange ich den Sprung wieder ab in der Position. Ich korrigiere meinen Stand, Bauchmuskeln überprüfe ich und dann geht es zum nächsten Sprung. Gut. Wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Vier Stück. Super gemacht. Prima. Okay, das, was wir jetzt auch mit Armeinsatz können, können wir natürlich jetzt auch ohne machen. Also, wir arbeiten jetzt die Position wieder. Wir gehen in die Position rein. Bauchmuskeln sind angespannt. Ich versuche, meinen Schwerpunkt zu finden. Gehe rein und diesmal sind die Arme auf dem Rücken. Versuche, das ganz locker zu lassen. Und dann springe ich aus der Position hoch. Sieht wie folgt aus. Blick nach vorne, Schultern ganz locker fallen lassen, Bauchmuskulatur ist angespannt. Hep. Hop. Gesehen? Wir fangen an in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Prima, sehr schön gemacht. Okay, ich komme auch langsam ins Schwitzen. Das heißt, funktioniert richtig gut. Nächste Stufe, wir haben jetzt mit Armeinsatz gemacht. Jetzt machen wir ohne Armeinsatz. Und jetzt kommt noch was dazu. Das heißt, ich gehe hier unten in die Position rein. Ich nehme die Arme wieder mit diesmal. Rein Position, ich überprüfe mich. Spannung ist hier. Und dann springe ich nach oben und ziehe noch die Knie an. Ausgangsposition wieder. Und Knie anziehen. Davon wieder vier Stück. Noch kurz entspannt. Auch ordentlich anstrengend. Ihr merkt, der kommt aus der Puste raus. Der Schweiß kommt langsam. Und ja, richtig gut macht ihr das. Fertig. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Prima, gut so. Und wieder richtig gut lockern, Beine ausschütteln, Puls runterbringen, schön atmen, versuchen langsam wieder rauszukommen aus dieser kurzen Atmung, sondern bringt die Atemfrequenz nach oben. So, nächste Übung. Wir wollen ja auch alle Muskelgruppen beanspruchen. Und dann haben wir hier den Beinbeuger. Den können wir jetzt im Sprungprogramm belasten, und zwar mit den Hasenhüpfern. Sieht wie folgt aus. Wir stellen uns hin. Bauchmuskeln sind angespannt. Dann gehe ich nach vorne rein. Und dann drücke ich mich nach hinten weg. Hopp. Und damit ich hier hinten nicht rumstehe, mache ich einen Zwischenhops. Also rein, raus. Rein, raus. Okay, gut. Davon machen wir wieder vier Stück. Fertig.
In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Rein, raus. Jetzt haben wir die Hasenhüpfer vorweg. Prima. So, jetzt eine Sache als vorbereitende Übung zu den einbeinigen Sprüngen. Wir wollen dann ein Schnelllaufsprünge machen. Das heißt, wir springen einbeinig von links nach rechts. Damit wir den Körper da auch noch ein bisschen erstmal die Dimension wieder beibringen, im Kopf zu denken, ich muss von links nach rechts. Deswegen springen wir jetzt beidbeinig mit Armeinsatz nach links und nach rechts. Passt auf, dass die Achsen schön parallel bleiben zum Boden und dass ich nicht anfange, irgendwo mich zu verdrehen oder hier die Hüfte reinzudrücken. Das heißt, sieht wie folgt aus. Wir gehen hier rein. Hep, 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 hep. Und immer wieder erst in die Ruhe kommen. Wenn ich hier drin bin, dann fange ich sofort wieder an, alles zu überprüfen. Stehe ich mit meinem Schwerpunkt drauf? Habe ich meine Achsen gerade? Habe ich die Bauchmuskulatur im Griff? Okay, ihr wisst, worum es geht. Wir machen 3 Sprünge nach links, 3 Sprünge nach rechts. Fertig. Aufschütteln in 5, 4, 3, 2, 1 und los. So, prima. Gut so. Beine werden schwer, langsam müde. Ihr merkt schon, die Ansteuerungsprozesse sind ein bisschen schwierig. Und jetzt geht eigentlich das Programm für die Sportart Eisschnelllauf erst richtig los. So, als erstes machen wir ganz normale Eisschnelllaufsprünge von links nach rechts mit Arme. Okay? Kurz noch entspannen, Beine auflockern. Ich mache sie kurz vor. Das heißt, ich gehe hier drauf, mein Spielbein hängt locker runter, der Fuß ist entspannt und dann steht, 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 steht. Ganz wichtig ist, konzentriert euch auf das Sprungbein, nicht auf das Schwungbein. Also, der Druck kommt aus dem Bein, was am Boden ist, und dann drücke ich hier rüber. Es ist nicht so, dass ich mich hier mit dem Schwungbein rausdrücke, sondern ich bleibe auf dem Sprungbein und damit drücke ich mich zur Seite. Fertig. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Dreimal nach links, dreimal nach rechts. Immer wieder stabil stehen zwischendurch, alles überprüfen. Und dann geht's rüber. Prima, sehr gut. Schön aufschütteln. Gut. Ihr habt jetzt gesehen, das war der erste einbeinige Sprung. Schwierig, das Ganze in die Balance reinzubringen. Deswegen gehen wir jetzt noch einen Schritt wieder zurück. Weil ich erst wollte, dass ihr das spürt. Okay, wo muss ich, was passiert, wenn ich jetzt in den spezifischen Sprung reingehe? Also nehmen wir noch einmal raus und machen jetzt einen einbeinigen Sprung. Sieht wie folgt aus. Das heißt, ich gehe in die Position rein, nehme die Arme mit und drücke mich einfach hier nach oben. Gesehen, immer wieder Balance. Die Bauchmuskulatur ist angespannt und ich drücke nach oben. Und erst wenn ich wieder richtig stehe, dann setze ich den nächsten Sprung an. Machen wir jetzt 4 Stück pro Bein. Fertig. Wir machen erst links, eine Pause und dann rechts. Fertig in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Hopp. Hopp. Prima, sehr gut. Linkes Bein hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt kommen wir zum rechten Bein. Erst wieder schön aufschütteln, ganz locker. Und dann kommen wir zum rechten Bein. So, wir stellen uns schon mal hin.
Wir gucken uns die Position aus, gucken, dass alles gerade ist, Bauchmuskulatur ist angespannt und viermal einbeinigen Sprung in der anderen Seite. Fertig. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Natürlich kommt ihr aus dem Gleichgewicht raus. Es ist vollkommen normal, dass ich nicht jeden Sprung genau abfangen kann. Aber das Ziel muss sein, dass das System immer stabiler hinzubekommen, dass das kein Problem ist. Okay, prima. Jetzt habt ihr gemerkt, was es heißt, einbeinig zu springen. Und jetzt transferieren wir das wieder in den Eischnelllaufsprung und spürt genau das Gleiche, was ihr gerade eben gemacht habt. Einbeinig muss ich hier drücken, hochkommen und wieder landen. Und genau diesen Abdruck möchte ich jetzt im Eischnelllaufsprung haben. Das heißt, wir fangen jetzt wieder an. Hopp, stehen. Hopp, stehen. Hopp. Und davon machen wir 4 jede Seite, also 8 Sprünge. Kurz noch warten, aufschütteln, alles ganz locker. So, das meiste haben wir schon geschafft. Und in 5 Sekunden geht es weiter. 3, 2, 1. Und los. Hopp. Hopp. Immer erst stehen und dann geht's wieder weiter. So. Ihr habt jetzt gemerkt, wenn ich nach links und nach rechts springe, ich muss mich immer ausbalancieren. Das heißt, ich muss auch immer mein Brustbein wieder über den Schlittschuh, über das Standbein bringen. Also immer hier hin. Springe ich rüber, muss ich mich genauso hier austarieren. Gucken, dass das Knie über der Fußspitze ist und mein Brustbein über dem Knie ist. Nur dann kann ich ordentlich nach unten drücken. Gut so. So, damit wir noch lernen, das Brustbein ordentlich über das Sprungbein drüber zu bekommen, also Standbein, was dann zum Sprungbein wird, machen wir jetzt Kreuzsprünge. Kreuz ist immer irgendwas überkreuzen. Das heißt, ich komme jetzt hier hin. Das ist meine Ausgangsposition. Ich stehe richtig gut drauf und mein Schwungbein habe ich neben dem Standbein. Sieht dann wie folgt aus. Hopp, 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 hopp. Am Anfang könnt ihr gerne machen, dass ihr erstmal hier drauf steht. Ausgangsposition und dann rüber. Wenn ihr das dann im Griff habt, dann hebt ihr dieses Schwungbein ab. Habt ihr gerade bei mir gesehen, seht ihr jetzt auch in der Ausführung. 4 Stück, jedes Bein. Fertig. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Hopp. 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 Versucht schön flach zu springen, Balance zu finden. Prima, gut so. Sehr, sehr schön. Okay, wir kommen immer weiter. Jetzt, damit wir noch einen Sprungimpuls mit dazu nehmen, machen wir jetzt Eischnelllaufsprünge mit Zwischensprung. Der Zwischensprung in der heutigen Ausführung machen wir wirklich nur einen Zwischenlauf. Das heißt, ihr springt zur Seite, hopp, dann balanciere ich mich aus, springe nach oben, nehme den Druck auf und gehe wieder rüber auf das andere Bein. Im Ganzen sieht das dann so aus. Hopp, 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 hopp. Okay, was wir heute noch nicht besprochen haben. Das heißt, die Arme sind immer versucht, so gerade wie möglich zu bewegen. Auch wenn wir uns zur Seite bewegen, nicht anfangen hier auszupendeln, sondern gerade nach vorne. Nasenspitze, Po, Nasenspitze, Po. Immer wieder beachten. So, wir fangen an. Wir machen 4 Richtungswechsel, also 4-mal nach links, 4-mal nach rechts. Das sind 8 Sprünge, eigentlich mit inzwischen auch noch ein bisschen mehr. Fertig. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Und dann passt wieder auf, dass ihr aus den Sprungbeinen springt. Nicht das Schwungbein zuerst weggehen lassen. So,
Prima. So, Luft holen langsam. Jetzt haben wir uns nach links, nach rechts bewegt. Jetzt möchten wir noch ein bisschen an den Druck nach unten arbeiten. Druck nach unten, wir hatten es im Irritationsprogramm schon. Wir versuchen so viel wie möglich uns schwer zu machen in den Boden. Das hat den Grund, wenn ich Schlittschuhe anhabe, in eine leichte Schräglage komme, mache ich in dem Moment unter dem Körper schon Geschwindigkeit, ohne dass ich wirklich viel arbeiten muss, sondern ich mache mich einfach nur schwer. Um das Gefühl kennenzulernen, machen wir jetzt die Wechselsprünge. Die Wechselsprünge sind eigentlich bekannt, auch Telemarksprünge genannt. Wir machen die jetzt in der Position, in der ersten Ausführung mit Arme. Ganz wichtig dabei ist, ich habe das meiste meines Gewichts auf dem vorderen Bein, auf dem Standbein. Das andere ist das Spielbein und nur zur Stabilität da. Und der Sprung kommt wirklich aus dem vorderen Bein. Da muss ich wieder im Schwerpunkt ordentlich stehen. Mein Schwerpunkt ist im Mittelfuß und da geht es ordentlich nach oben. Zieh die Bauchmuskulatur, spann die ordentlich an und dann kann ich auch im Schwerpunkt stehen. Ich mache es noch mal kurz vor, nehme die Arme mit. Hopp, 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 hopp. Davon machen wir 4 pro Seite. Schön Luft holen und dann in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Hopp. Hopp, hopp. Also, immer wieder gucken, der Standbein ist unter meinem Körper, das Spielbein balanciert mich nur aus, passt auf, dass er nicht durchschlagt, dass das Knie nicht immer auf den Boden donnert, sondern fangt vorher die Bewegung ab. Das nennt man exzentrische Bewegung, das heißt eine abfangende Bewegung. Und die gibt eigentlich dem Muskel noch viel mehr Aufgabe zu arbeiten, als die konzentrische, die überwindende. Gut, jetzt haben wir die Wechselsprünge mit Armen gemacht. Und jetzt nehmen wir die Arme weg. Gleiche Ausführung. Die Arme sind ganz locker auf dem Rücken. Schultern sind hängen leicht. Und die gleiche Ausführung. 4 Stück pro Bein. Fertig. In 3, 2, 1. Und los. Versucht an einer Stelle zu springen und aus dem Vorderfuß, nicht aus beiden, sondern aus den Beinen, was vorne steht. Gut so. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Jetzt. Wir haben vorhin diese einbeinigen Sprünge mit Armen gemacht. Jetzt sind wir ein bisschen langsam angegriffen, die Muskulatur wird müde. Die Reserven füllen sich nicht mehr ganz so schnell. Wir sind außer Atem, die Herzfrequenz ist hoch. Langsam kommt auch die gewisse Müdigkeit rein. Und jetzt müsst ihr euch ganz sehr konzentrieren. Wir machen die einbeinigen Sprünge ohne Arme. Das ist eine Denksportaufgabe jetzt für das Gehirn. Und springen einbeinig nach oben. Wir gehen in die Position. Der Fuß hängt ganz locker. Und dann drücke ich nach oben und dann versuche ich mich abzufangen. Ihr seht, ich komme sofort, falle ich wieder auf mein Spielbein. Das müssen wir versuchen zu unterbinden. Also konzentriert euch, macht schön langsam. 4 pro Seite. Das heißt, wir machen erst die eine Seite, dann Pause, dann die andere. Fertig. In 3, 2, 1 und gut. Richtig schön runtergehen und dann drücken wir raus. Gut so. Aufschütteln. Sehr, sehr schön. Wir haben dann nur noch, 3 Übungen, wir machen das andere Bein und dann noch 2 Übungen speziell und danach ist Schluss. Er macht das sehr toll. So, jetzt machen wir die rechte Seite. Ich komme jetzt frontal in die Kamera. Das heißt, wir richten uns aus, Bauchmuskeln sind angespannt, die Arme ganz locker auf dem Rücken, Schultern locker fallen und dann fangen wir an. In 5, 4, 3, 2, 1. Und los. Gut so. Am Ende immer schön stehen, ausbalancieren, Ruhe finden. Gucken am Ende nochmal, stehe ich noch genau richtig? Habe ich alle meine Achsen gerade? Stehe ich parallel mit Hüfte und mit Schultern zum Boden? Habe ich die Bauchmuskulatur angespannt? Und dann kann ich wieder rausgehen. Bitte nicht zum letzten Sprung hin denken.
oh, ich bin fertig und dann irgendwie lang, sondern wir wollen Qualität arbeiten. Das heißt, wir machen erst den Sprung fertig und ausrichten und dann ist Pause. Weil every jump counts. Jeder Sprung zählt. Okay, noch zwei Übungen. Wir kommen jetzt zu den Eichschnelllaufsprüngen. Jetzt machen wir als erstes die Eichschnelllaufsprünge mit den Armen in einer leicht hohen Position. Das heißt nicht, ich gehe in der Position raus, sondern wir springen nach oben, nach links und rechts. Sieht wie folgt aus. Hopp. Ihr springt diesmal nicht so weit nach links und rechts, sondern immer nur ein kleines Stück. Das heißt ungefähr 1,20 Meter, 1,30 Meter nach links und rechts und nach hoch landen, ausbalancieren und zurück. Das Ganze machen wir 4 pro Seite, also 8 Sprünge. Fertig? In 3, 2, 1 und los! Und natürlich kommen immer wieder Sprünge dazwischen, wo ich die Balance verliere. Macht nichts. Ausbalancieren, ausrichten, neu hinstellen und dann kann das der nächste Sprung wieder stattfinden. Letzte Übung. So, wir machen jetzt die Eichschnelllaufsprünge und diesmal versuchen wir ein bisschen flacher zu bleiben, größere Distanz von links nach rechts zu bewältigen, trotzdem stabil stehen. So, durchatmen, letzte Übung, volle Konzentration. Wir versuchen vom Standbein aus zu springen, das heißt erst balancieren, richtig feststehen, Druck in den Boden und dann springe ich weg. Okay, fertig. 8 Sprünge, 4 links, 4 rechts und dann habt ihr es für heute geschafft. Fertig. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Ihr merkt, man wird müde, man kommt aus dem Gleichgewicht raus, macht nichts, es kann auch ein kleiner Zwischenhopser sein, der ist nicht gewollt, aber um dass ich wieder gerade stehe, kann das durchaus passieren. So, das war's für heute. Ganz tolles Programm, bereitet euch ordentlich nach. In den nächsten Programmen werden wir uns mal mit Erwärmung befassen, die ein bisschen spezieller ist, sogenannte Movement Wraps. Oder wir machen dann auch mal eine gemeinsame Nachbereitung, was kann ich machen nach so einem Sprungprogramm, aber das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Mitmachen und dann sehen wir uns. Tschüss!